Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Bonus-Episode von White Day Labyrinth Name School. Ich bin Asher und ich habe mir die Freiheit genommen, das Spiel jetzt noch einmal bis zum Neubau zu spielen. Ich bin jetzt gerade in dem Moment, wo ich zum Musikzimmer muss, um diesen Geist zu bekämpfen. Aber ich spiele auf sehr leicht. Das zeichnet sich schon dadurch aus, ich habe immer noch 6 Filzstifte, ich habe 16 Sojamilch, 6 Snackbrotdosen, 3 Verbandskästen und einfach allen möglichen Scheiß noch. Ich glaube, ich habe eine Geistergeschichte mehr gefunden als davor. Ich glaube, die hier ist es. Ich habe ein paar andere Unterschiede festgestellt im Gegensatz zu den anderen Schwierigkeitsgraden. Das ist nämlich die ganzen Extra-Rätsel, die man hätte machen können, sind auf diesem Schwierigkeitsgrad nicht möglich. Ich kann zum Beispiel mit der Schlüsselkombiniermaschine nicht interagieren oder mit den Porträts der Schuldirektoren kann ich auch nicht interagieren. Das heißt, wenn man tatsächlich alles haben möchte, bleibt da nichts anderes übrig, als auf einem höheren Schwierigkeitsgrad das Ganze zu versuchen. Aber das ist nicht der Grund, weswegen wir diese Episode hier drin haben. Der Grund ist, ich möchte sehen, wie weit man das mit dem Hausmeister treiben kann. Wie nahe kann ich rankommen, ohne dass er mich sieht? Jetzt kommt, guckt er, hat so zu mir geguckt. Ihr seht, hier alle Türen sind auf, alle Lichter sind an. Eine interessante Sache, die ich nämlich schon gemerkt habe, ist, dass er das Rennen nicht hört. Er achtet nicht darauf, ob Türen auf sind, er achtet nicht darauf, ob Licht an ist. Deswegen wollte ich das jetzt mal ausprobieren. Das ist schon näher, als ich im Normal jemals an ihn rankommen konnte. Ich finde es so genial, dass ja ein Fisch als Waffe hat, kein Baseballschläger mehr. What Einzige Blöde ist, er hat auch die unangenehme Eigenschaft, sich ab und zu mal umzudrehen. Das heißt, er wird mich irgendwann finden. Aber bis dem der Fall ist, wird der Jäger jetzt mal zum Gejagten. Zumindest so lange, bis ich nach ganz unten kann, um dann zum Musikzimmer zu gehen. Ah, jetzt hat er mich gesehen. Ja, gut. So viel zu dieser kleinen Bonusfolge. Wollte ich euch auch mal zeigen. Ich spiele dann mal weiter und vielleicht zeige ich euch dann jetzt sofort, wie es mit dem nächsten Ende weitergeht, das ich in diesem Run bekommen habe. So, wie versprochen, wir sind am Ende meines sehr leichten Runnes. Gucken wir mal, was diesmal mal rauskommt. Den Anfang können wir wieder überspringen. Jetzt weiß ich noch nicht, ob sich hier vielleicht schon was ändert. Von daher bleiben wir mal da. Es hat sich nämlich einiges in meinem Run geändert. Zum Beispiel, als ich ursprünglich Silchon im Labor getroffen habe, ist sie dann von mir weggegangen. Allerdings ist es diesmal nicht so geblieben, sondern sie hat mich weiterhin verfolgt.
Also, die werte Dame. Ich gehe mal mit der. I'm okay. Don't worry. Ich habe natürlich ganz andere Antworten über den Kurs des Spiels gemacht. Eigentlich immer so die Antworten genommen, wo ich mir dachte, das ist so die beste Antwort, die ich geben kann, so höflichkeitsmäßig. Jetzt haben wir natürlich hier wieder die Auswahl. Ich werde wahrscheinlich eh beides machen. Fangen wir mal wieder damit an. Gucken, was dabei rumkommt. Anscheinend wieder ein Ende. Mal sehen, welches diesmal. Dandelion. It's all right. Okay. Wow. It feels a lot better. Das heißt, wir werden gleich nochmal zu einem anderen Ende schalten. Aber vorher gucken wir uns das ja mal an. Wir sind gerade nach verfluchten Schule entkommen. Lass uns hier mal sitzen gehen. Gute Frage. War ja sowieso für den White Day hier. Warum nicht hier geben? Die interessieren uns nicht. Ja, Dandelion sehr leicht. Mein neuer Rekord. 3 Stunden 40 Minuten. Gibt es keine Abschlusssequenz? Nee, anscheinend nicht. Dandelion haben wir jetzt. Das ist anscheinend die Reihe ganz oben von den Puzzleteilen her sehr leicht. Das ganz unten wird dann Hölle sein. Ja. So, aber ein Ende haben wir noch, was wir uns dann mal angucken müssen. Von daher sehen wir uns gleich.